Шолом алейхем. Хайнт вел мир дермонен аперзанлахкейт, вудзан нумен изгивейн авделипм фундер ганцер идышер, унишнор идышер велт. Ундер нумен из Менахем Мендел Бейлес. Изгибойрен геворен ин дер штут Киев ин 1874, und хоч зайн тате изгивейн ахусит, ist der Sohn allein zu seinen jüdischen Immune gewesen gleichgültig. Aufgedient in der zarischen Armee, hat er zu 22 Jahren Chassene gehabt und gearbeitet wie ein Prikaschik auf der Ziegelfabrik beim Fabrikant Seitzer. Er hat gewohnt in der bekannten Gegend Podol, herumgeringelt mit christlichen Schäinen. A futter von einer größer Mischpuche hat Beiles kein Honig nicht gelegt. Mit den Schäinen Christen kann sich suchen nicht gehabt, noch mehr bei diesem blittigen Pogrom von 1905 seinen Zinnimen Stieb gekommen etliche Vorsteher von der Schwarzmeiker Organisation Verband von russischem Volk und ihm versichert, als er darf verkennen nicht mehr um. Im Plutzen wird unter der Stille Ried in 1911 arrestiert unter der Beschuldigung von ritualen Mord, anders gesucht Alilas Dam. Wir wollen sich jetzt nicht daran lassen in Kim Protim, aber sein Arrest hat aufgerudert die ganze Welt und mobilisiert die progressive und humanistische russische Intelligenz in Kampf gegen den Bilbel von der so gerufene echte russische Patrioten. Noch ein Prozess, wo die Geschworene mehrstens puschete Poerim, ob mir berechtigt, ob Menachem Mendel Beiles bestiege verlost Russland und sich herübergepäckelt kein Palästina. Lang hat sich dort nicht verhalten, in umgekommen in Amerika. Wegen seiner überlebenden Unisiones hat ungeschrieben ein Buch sich reunis auf Jiddisch, was ist die Geschichte von meinen Leiden. Was ist erschienen in New York in 1925. Dem 7. Juli 1934 ist Menachem Mendel Beiles gestorben in New York.